Beten wir miteinander den siebten Tag der Pfingstnovene zum Heiligen Geist im Hinblick auf die Pfingstsequenz. Im Namen Des des Vaters Vaters und und des des Sohnes Sohnes und und des des Heiligen Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Amen. Komm herab, o Heiliger Geist, ehe die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt. Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Tröster in der Zeit, Geist, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Drangsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruh, haust in Hitze kühl und zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, trink bis auf der Seele Krug. Ohne dein lebendig Weg kann dem Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein, noch gesund. Was befleckt ist, Wascherei, dürrem Gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Dir vertraut, das auf deine Hilfe mag, deine Gaben zum Geleit. Dass die Sünde Zeit besteht, deines Werks Vollendung sieht und der Freude Ewigkeit. Ihr tausend Bis kommt, wie ein starker Sturm, wie Zungen vom Feuer fallen, zum Heiligen Geist erfüllt, wie tausend Bis kommt. Heute betrachten wir die Strophe, was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Was befleckt ist, wasche rein. Wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken,
was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist, heißt es in Johannes 16,8. Der Geist spricht in unserem Gewissen und überführt uns der Dinge, die nicht richtig sind. Er hilft uns, die Wurzel einer Sünde zu erkennen und reinigt uns von Schuld und Fehlern, wie es gerade in der Lossprechung im Sakrament der Versöhnung deutlich wird. Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Geist macht die Vergebung Gottes in uns wirksam. Nach der Beichte ist es gut, den Heiligen Geist zu bitten, genau die Bereiche einzunehmen, in denen wir vorher der Sünde Raum gegeben haben. Wenn der Geist Gottes sie ausfüllt, hat der Widersacher weniger Angriffsfläche und die Gnade kann neu wirken. Dürren diese Leben ein. Ein Gebet des heiligen Augustinus bringt zum Ausdruck, welche Kraft der Heilige Geist vermittelt, wenn das geistliche Leben müde und schlaff geworden ist. Allmächtiger Geist, durchdringe mit deiner machtvollen Kraft das Innerste meines Herzens. Erhelle mit dem Glanz deines strahlenden Lichtes alle finsteren Winkel meiner Seele. Suche sie heim und befruchte mit deinem reichlichen Tau, was eine lange Dürre matt und welk gemacht hat. Erleuchte mit dem Feuer heiligen Eifers das Innerste des Gemütes und des Leibes, den ganzen Menschen kräftig neu. Wenn vieles zu verdorren scheint, vielleicht auch durch eigene Schuld, bringt das lebendige Wasser des Geistes neue Lebenskraft und Energie. Wasser bedeutet Fruchtbarkeit. Wenn aber der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Garten und der Garten wird zu einem Wald, steht bei Jesaja 32,15. Der Heilige Geist erfrischt und belebt. Er verhilft dem ausgetrockneten Glauben zu einem neuen Frühling. Und schon in 1 Korinther 12,13 steht: Alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Heile du, wo Krankheit quält. Wenn der Geist Gottes heilt, dann tut er es oft durch menschliche Werkzeuge. In 1 Korinther 12,28 ist ausdrücklich die Gabe der Heilung als Gabe des Geistes erwähnt. Dabei ist körperliche Heilung durchaus mitgemeint. Nicht nur Jesus, auch viele Heilige hatten diese Gaben. In erster Linie geht es jedoch um die Gesundheit der Seele. In der Nachfolge Jesu dürfen wir Werkzeuge des Heils für unsere Mitmenschen sein und mit Jesus sprechen, wie es Jesaja 61,1 zum Ausdruck bringt. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist. Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Was befleckt ist, wasche rein. Dürrem gieße Leben ein. Heile du, wo Krankheit quält. Beten wir zum Heiligen Geist um Umkehr und Heilung. Komm herab, o Heiliger Geist, sprich in unserem Gewissen. Komm, Heiliger Geist. Vergib alle Schuld. Komm, Heiliger Geist.
Forme unseren Charakter. Komm, Heiliger Geist. Lass den Strom deiner Gnade fließen. Komm, Heiliger Geist. Heile in uns alle Gebrechen. Komm, Heiliger Geist. Mach die Kirche zu einem Werkzeug in deiner Hand. Komm, Heiliger Geist. Beten wir gemeinsam. Herr, unser Gott, der Heilige Geist, der uns zu dir umkehren lässt, befreie uns von aller Schuld und allem Bösen. Erheile die Wunden unserer Herzen. Ernehme uns in seinen Dienst für das Heil aller, die uns anvertraut sind. Amen. Veni Sancte Spiritu, Veni Sancte Spiritu, Veni Sancte Spiritu, Veni Sancte Spiritu, Veni Sancte Spiritu. Veni Sancte Spiritu, Veni Sancte Spiritu. Beten wir das Rosenkranzgesetz, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria. Voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, der uns den Heiligen Geist senden will. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus,
der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist senden möge. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Herzlich vergelt's Gott fürs Mitbeten und Mitbetrachten.